EA Pro Productions liest Johann-Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Heute Hochzeit auf der Schildwache. Ein Regiment, das 6 Wochen lang in einem Dorfbezirk in Kantonierung gelegen war, bekam unversehens in der Nacht um 2 Uhr Befehl zum plötzlichen Aufbruch. Also war um 3 Uhr schon alles auf dem Marsch, bis auf eine einsame Schildwache draußen im Feld, die in der Eile vergessen wurde und stehen blieb. Dem Soldaten auf der einsamen Schildwache wurde jedoch zuerst die Zeit nicht lang, denn er schaute die Sterne an und dachte, »Glitzert ihr, solange ihr wollt, ihr seid doch nicht so schön als 2 Augen, welche jetzt schlafen in der untern Mühle.« Gegen 5 Uhr jedoch dachte er, »Es könnte jetzt bald 3 sein.« Allein niemand wollte kommen, um ihn abzulösen. Die Wachtel schlug, der Dorfhahn krähte, die letzten Sterne, die selbigen Morgen noch kommen wollten, waren aufgegangen. Der Tag erwachte, die Arbeit ging ins Feld, aber noch stand unser Musketier unabgelöst auf seinem Posten. Endlich sagte ihm ein Bauersmann, der auf seinem Acker wandelte, das ganze Bataillon sei ausmarschiert, schon um 3 Uhr, kein Gamaschenknopf sei mehr im Dorf, noch weniger der Mann dazu. Also ging der Musketier unabgelöst selber ins Dorf zurück. Des Hausfreundes Meinung wäre, er hätte jetzt den Doppelschritt angeschlagen und dem Regiment nachziehen sollen. Allein der Musketier dachte, brauchen Sie mich nimmer, so brauche ich Sie auch nimmer. Zudem dachte er, es ist nicht zu trauen. Wenn ich ungerufen komme und mich selber abgelöst habe, so kann ich spanische Nudeln absetzen. Er meinte Röhrlein. Zudem dachte er, der untere Müller hat ein hübsches Mägdlein, und das Mägdlein hat einen hübschen Mund, und der Mund hat holde Küsse, und ob sonst schon etwas mochte geschehen sein, geht den Hausfreund nichts an. Also zog er das blaue Röcklein heraus und verdingte sich in dem Dorf als Bauernknecht. Und wenn ihn jemand fragte, so antwortete er wie jener Hühniger Deserteur, es sei ihm ein Unglück begegnet, sein Regiment sei ihm abhanden gekommen. Brav war der Bursche, hübsch war er auch, und die Arbeit ging ihm aus den Händen flink und recht. Zwar war er arm, aber desto besser schickte sich für ihn des Müllers Töchterlein, denn der Müller hatte Batzen. Kurz, die Heirat kam zustande. Also lebte das junge Paar in Liebe und Frieden glücklich beisammen und bauten ihr Nestlein. Nach Verlauf von 1 Jahr aber, als er eines Tages von dem Felde heimkam, schaute ihn seine Frau bedenklich an. »Fridolin, es ist jemand da gewesen, der dich nicht freuen wird.« »Wer?« »Der Quartiermacher von deinem Regiment. In 1 Stunde sind sie wieder da.« Der alte Vater lamentierte, die Tochter lamentierte und sah mit nassen Augen ihren Säugling an, denn überall gibt es Verräter. Der Fridolin aber nach kurzem Schrecken sagt, »Lasst mich gewähren, ich kenne den Obrist.« Also zog er das blaue Röcklein wieder an, das er zum ewigen Andenken hatte aufbewahren wollen, und sagte seinem Schwiegervater, was er tun soll. Danach nahm er das Gewehr auf die Achsel und ging wieder auf seinen Posten. Als aber das Bataillon eingerückt war, trat der alte Müller vor den Obristen. »Ob doch ein einsehender General mit dem armen Menschen, der vor 1 Jahr auf den Posten gestellt worden ist, draußen an der Waldspitze? Ist es auch permittiert, eine Schildwache ein geschlagenes Jahr lang stehen zu lassen, auf dem nämlichen Fleck und nicht abzulösen?« Da schaut der Obrist den Hauptmann an, der Hauptmann schaut den Unteroffizier an, der Unteroffizier den Gefreiten, und die halbe Kompanie, alte gute Bekannte des Vermissten, liefen hinaus, die einjährige Schildwache zu sehen, und wie der arme Mann müsse zusammengeschmoret sein, gleich einem Barstorfer Äpfelein, das schon 4 Jahre am Baum hängt. Endlich kam auch der Gefreite, der Nämliche, der ihn vor 12 Monaten auf den Posten geführt hat, und löste ihn ab. »Präsentiert das Gewehr auf die Schulter, Marsch!« Nach soldatischem Herkommen und Gesetz. Hernach mußte er vor dem Obristen erscheinen, und seine junge hübsche Frau mit ihrem Säugling auf den Armen begleitete ihn und mußten ihm alles erzählen. Der Obrist aber, der ein gütiger Herr war, schenkte ihm einen Federntaler und half ihm hernach zu seinem Abschied. EA Pro Productions.